Hallo Freunde. Willkommen, willkommen, willkommen. Bierhawk. Ja, sorry, dass ich jetzt erst online bin, aber war ein Kacktag, kann ich sagen. Aber ich habe heute Morgen in der Wartezeit. Weil ich festgestellt habe, dass ich irgendwie mal mit Energieproduction anfangen soll, habe ich hier einfach erstmal einfach nur so ein bisschen was gebaut. Einfach um, ich muss noch warten und dann habe ich Zeit verbraten. Ja, hier soll Treibstoff ankommen und dann hier links und rechts Dampfmaschinen betreiben und da wird dann hier jetzt einfach noch einmal so drumherum gebaut. Und dann geht's einfach hier so nach unten. Also hier nach hier. Und hier unten weiß ich noch nicht genau, was ich da bauen wollte. Ich glaube irgendwas mit Verkabelung, dass da die Verkabelung ordentlich läuft. Deswegen habe ich hier das so runter aufgeteilt. Und dann geht das weiter. Und dann geht das in die Richtung. Ja. So. Energiezellen brauche ich. So, dann holen wir mal Energiezellen. Und ich glaube, wir brauchen, ja, wir brauchen Treibstoff. Es wird hier gut produziert. Ah, hier. Oh, fortgeschrittene Maschinenteile, die hatte ich doch hier irgendwo. Leiterplatten habe ich noch genug. Ah, Xenopherit. Okay. Hier war doch noch irgendwas so. Oh.
habe keine Schrägen mehr. So. Zwei, drei, vier und fünf. Hallöchen! Heute leider ein bisschen später am Start, da ich eigentlich ein Motorrad kaufen wollte, was nicht geklappt hat. Naja. Stahlträger. So, ich habe aber, weil ich gewartet habe, bis ich abgeholt werde, habe ich schon mal ein wenig am Energieproblem gearbeitet. Also nicht viel gemacht.
Oh, ist offline. Okay. So, haben wir jetzt ordentlich Speicher. Ja, das sind Batterien. Die wollte ich jetzt vorsichtshalber mal bauen. Und ich... Ups. Hier fehlen leider irgendwelche Sicherheitsabschaltungen, sage ich jetzt mal. Dass du zum Beispiel einen Hebel hast, um zu sagen, okay... Wir machen jetzt erstmal nur den Betrieb von unserer Produktion an Strom oder sowas. Das funktioniert leider aktuell nicht. Aber ich denke... Ups. Ich denke aber, das kommt noch. Dass du so gesehen... einzelne Strombereiche festlegen kannst. Oh. So. Ich finde, das sieht eigentlich langsam ganz cool aus. Ja.
Mit 21 Megajoule haben wir echt einen guten Input. So. So, ich will diese Ignium-Brennstäbe machen. Sorry. Oh, oh, oh Gott. So, Foundry Kalk. Ob es da was Richtiges gibt? Ist eigentlich hier irgendwas Neues infotechnisch?
Hallo. Schade, der Calculator wurde noch nicht geupdatet. Okay. Welches Kommentar meinst du? Ach, hier. Ach so, ja, ist doch alles in Ordnung. Wenn Interesse besteht, ne, dann hindert dich ja niemand dran, einfach mal nachzufragen. Wäre ja blöd, wenn es möglich wäre. Du aber dich nicht getraut hast zu fragen. Also deswegen. Alles gut. So. Kein Strom. Oh. Oh, ah, Hilfe. Da. Oh, nee, hier. So, ups. Viel Spaß. Thank you.
Ja. Ja, Fahrerlaubnis habe ich noch, aber kein Motorrad. Der Verkäufer hat gesagt, das Motorrad funktioniert. Das läuft. Bring aber vorsichtshalber ein Überbrückungskabel mit. So, das ist ja harmlos noch. Da das Freunde von mir waren, oder immer noch sind, habe ich mir dabei jetzt auch nichts gedacht, weil die ja gesagt haben, das läuft an sich, aber ja, das Endergebnis war jetzt die, wie heißt sie gleich noch? Die Batterie ist Grütze. Also die ist Vollschrott. Da hat auch nicht eben die Maschine für nee. Oder doch? Eher Batterie. Das hat nichts gebracht, dass du die irgendwie für eine Viertelstunde oder wir hatten sie jetzt insgesamt 10 Minuten laufen mit dem Choke an. Die lief. Ich konnte ganz kurz damit fahren und dann hast du gekuppelt, wolltest wieder ein bisschen Gas geben und dann ist er ausgegangen. Also noch nicht mal so, wie du es kennst, wenn du irgendwas abwirkst, dass du da so einen Schlag hast oder so, sondern gefühlt war jetzt einfach, ich habe zu wenig Gas gegeben und bupp, aus. Also nicht so, dass du es kennst. Ich weiß nicht, ob du mal auf dem Motorrad oder Roller oder sonst wo saßt, ne? Dann ruckelt die Maschine ja so ein bisschen oder sowas, ne? Nichts passiert. Gar nichts. Einfach nur bupp aus. Ja. Dann hatten wir die nochmal überbrückt. Ja, das wäre die andere Sache, aber der, ja. Da aber auf der Batterie kein Datum steht, wann die da eingebaut worden ist und die auch älter aussah, sage ich jetzt mal. Gehen wir jetzt davon aus, dass die Maschine nicht richtig läuft, also dass die Batterie Schrott ist oder so. Das wäre jetzt der erste Gedanke. Und ja, also total komisch und ist auf jeden Fall, die haben ja, also Du kennst das ja, wenn du die Zündung anmachst, dass irgendwelche LEDs angehen. Und direkt nachdem die Maschine 5 Minuten lief, haben noch nicht mal mehr die LEDs geleuchtet, nachdem die ausgegangen ist. Also die ist ausgegangen und dann war die wieder voll tot. Und, ja, auch wenn es jetzt die Lichtmaschine wäre, ne? Was ein bisschen blöd einfach ist, ist was? Ja. Werkstatt wollte ich die eh bringen. Ich wollte jetzt hier nach Hause fahren und dann nächste, übernächste Woche sollte die in die Werkstatt gehen, dass sie einmal überprüft wird. Einfach nur prüfen. Ja, hat nichts gebracht. Ja. Ja, und was ich halt ein bisschen blöd fand, war, wir waren jetzt dank Stau 3 Stunden Hinweg. Rückweg haben wir jetzt anderthalb. Ja.
Also, ja, was mich halt so ein bisschen aufgeregt hat, war, letzte Woche habe ich mir die angeguckt, da wurde alles abgesprochen, da lebt jemand in der Nähe, der in 20 Minuten vor Ort ist und nicht wie wir 3 Stunden oder 2 Stunden und es wurde nicht getestet, sondern einfach gesagt, die läuft. Bringt aber vorsichtshalber ein Überbrückungskabel mit, das war so die Sache, aber vor 2 Wochen ist jemand noch damit gefahren und die lief ohne Probleme und dann ist man dann ausgegangen, dann wird die auch laufen, wenn du da vor Ort bist, anstatt dann nochmal irgendwie einen Tag vorher oder so hinzufahren. So, die kannten das Datum, da war jemand in der Nähe, der hätte 5 Minuten zu Fuß dahin gehen können und hätte nochmal gucken können, geht die Maschine an, läuft die vernünftig, peng, hätte ja noch nicht mal damit fahren müssen. Ja, weil dann wäre ich ja gar nicht losgefahren. Ja. Das war mein schöner Tag. Genau, mein Verdacht ist eher, dass die, und der ist damit 20 Kilometer gefahren, muss man dazu sagen, dann hätte die Lichtmaschine die definitiv aufgeladen. Ja. Und mein Verdacht ist jetzt einfach wirklich nur, der hat die Batterie jetzt leer gelutscht und peng. Aber mit einer neuen Batterie werde ich zumindest nach Hause kommen, und damit noch zur Werkstatt kommen und dann werde ich die Lichtmaschine definitiv überprüfen lassen und nochmal neu TÜV machen. Fertig aus, das ist das Einfachste. Aber ja, war ein bisschen frustrierend. Und das Schlimmste war eigentlich eher die Fahrzeit und die so gesehen verschwendete Lebenszeit. Ja, aber der ist ja 20 Kilometer mit der Maschine gefahren. Also deswegen gehe ich jetzt nicht von der Lichtmaschine aus, sondern ja, nee, das wird schon passen. Also wir gucken einfach mal und notfalls ist ein Fahrer mit dabei, dann schieben wir die zurück und fertig. Irgendwie sowas. Ja. Nee, also den Kilometerstand haben wir gesehen. Also das konnten wir nachvollziehen, dass der da mit 20 Kilometer durch die Gegend gefahren ist und das getestet hat. Ja. Deswegen gehe ich auch eher von der Batterie aus als von der Lichtmaschine. Weil die Batterie, da stand leider kein Datum drauf. Aber so wie die aussah, in einem verschlossenen Kasten, gehe ich davon aus, die ist irgendwie 6-7 Jahre alt gewesen. Und dann stand die halt noch die ganze Zeit in der Gegend rum, über 2 Jahre fast. Und deswegen gehe ich halt davon aus, dass sie einfach so tiefenentladen ist, dass die... Ja, ich muss sie aber erstmal hier nach Hause kriegen, damit ich die in die Werkstatt bringen kann. Aber mit der Lichtmaschine hast du nochmal so ein bisschen recht. Nee, das ist nämlich das Hauptproblem. Die Freunde wohnen sogar 4 Stunden von da weg. Von dem ich die Maschine kaufe, sein Vater ist
verstorben und die verkaufen die Maschine von dem. Der hat halt da in Hannover gewohnt und die wohnen woanders. Und dann muss ich da... deswegen wurde ich von denen dahin gefahren und die fahren jetzt nächstes Wochenende da nochmal hin und würden mich dann wieder mitnehmen. Jetzt nicht diesen Sonntag, sondern nächsten Sonntag dann. Und dann, gucken wir nochmal. Also wären das wirklich Freunde vor Ort, hätte ich das genauso gemacht, wie du das jetzt vorgeschlagen hast. Dann wäre das für mich heute, okay, ey, drei Versuche, die Maschine zu überbrücken, dann läuft sie, du gibst ein bisschen Gas und willst voranfahren, ne, mit Wartezeit und allem, dann, ey, komm, pack die in die Werkstatt. Ja, der Bock ist jetzt meiner. So halb. Also, wenn jetzt bei dem Werkstatttermin rauskommt, das Teil ist Kernschrott, ist es nicht meine. So, das Level ist das. Aber ich habe so gesehen, Vorkaufsrecht, sobald die hier zu Hause bei mir ist, ist sie meine. Davor ist sie noch nicht meine. So kann man das relativ gut beschreiben. Alles gut. Also das ist für mich persönlich komplett sicher abgesichert. Das ist zum Glück safe. Was mich einfach nur aufregt ist, dass, also noch nicht mal richtig aufregt, eher nervt ist wirklich, dass du da jetzt deine Lebenszeit für investiert hast und dann wurde noch nicht mal so viel Lebenszeit in die Hand genommen, um mal eben fix zu gucken, ob man nicht doch irgendwie, ob die Maschine nicht doch irgendwelche Probleme hat. Nee, genau. Also, alles gut. Die Vorauszahlung oder die Anzahlung kann ich jederzeit wiederbekommen. Das ist alles zum Glück sicher festgehalten. Und wir reden jetzt nicht von Freunden von vor sowas von wegen, ach, ich habe die vor 2 Jahren kennengelernt oder so, sondern das sind wirklich... Freunde, die ich seit 15 Jahren kenne, mit denen ich fast einmal die Woche was zu tun habe. Ne? Also da mache ich mir eher weniger Sorgen. Ja.
Ist halt nur nervige Lebenszeit, die flöten gegangen ist. Aber was in dem Fall wieder ganz cool war, die Freundin und ich haben uns da, keine Ahnung, jetzt über die Fahrzeiten und, ich glaube, über 10 Stunden unterhalten, über allen Scheiß. Das war ganz lustig. Habe ich mich erschrocken. Stellt man denn Drahtspulen her? Da. Technumstäbe.
So. Oh, du meinst das, was du für Firma Liedstang für den vierten Forschungspunkt. Ja, jetzt kommt's. Also, du musst den Funkturm bauen. Dann hast du die Möglichkeit, nämlich Sachen zu verkaufen. Oh, muss ich mal langsam wieder anfangen. Und zwar kannst du ganze zwei Sachen verkaufen. Erstmal nur Wartungsdrohnen und später kannst du Service-Roboter noch verkaufen. Ja. Genau, du musst als erstes den Turm bauen. Dann musst du ein Verkaufslager bauen und Wartungsdrohnen da reinpumpen und dann kriegst du über das andere Lager hier, kriegst du die Firmalit-Stangen. Dazu benötigst du diese Transportdrohnen und eine Baudrohne. Genau, du musst noch hier so eine Baudrohne und so Transportdrohnen bauen. Warte, da sieht man's. Fliegen wir da hin? Ja, 30 Euro das Spiel. Und es macht sehr viel Laune, kann ich sagen. Oh. Wird das gebaut? Oh. So. So sieht das bei dir wahrscheinlich aus, ne? Dann siehst du, wie die Transportdrohnen losfliegen. Oder auch... Ach doch, die fliegen weg. Die fliegen jetzt zum Baulager und holen sich Rohstoffe. Glückwunsch für die 20 Euro. Guck dir auf jeden Fall ein paar Streams dazu an, auch unterschiedliche zu dem Spiel, ob du wirklich Interesse daran hast, Fabriken zu bauen. Und sonst gibt es keinen Inhalt hier in dem Spiel, muss man leider sagen. Aber mir macht's Laune auf jeden Fall. So, also die Transportdrohnen fliegen jetzt rüber mit dem Baumaterial, was sie hinten holen. So, und die Transportdrohnen schmeißen jetzt das Material ab. Und das landet jetzt hier drinne. Und dann fängt an, die Baudrohne, da kommt sie, die gelbe Baudrohne loszufliegen. Und die baut dann das Gebäude. Das heißt, du brauchst Baudrohnen, Transportdrohnen und das Rohstofflager. Ja, das wird in Create Life. Da ist mir alles zu verkompliziert worden. Und deswegen hatte ich dann irgendwann damit dann aufgehört. Kein Strom. Okay.
Okay. Ist ja auch interessant. Er kommt natürlich auf den Laptop drauf an. Weil eigentlich ist da ja nicht viel drinne durch die Skyworld. Das sollte eigentlich ausreichen. Hätte ich jetzt gesagt. Was? Ich würde das gnadenlos machen. Und von selbst aus, weil ich so großartig bin, würde ich da auch noch Dual Boot einbinden. Damit er vernünftig fürs Zocken verwendet werden kann und auf dem anderen Betriebssystem läuft dann, der Kram für die Schule. Ja, sehr spannend. Laptop wird halt laut und langsam und Flugzeug. Ja, das kann ich verstehen. Aber eigentlich sollte der ausreichend sein. Da würde ich ja fast eher sagen, für die Zukunft, leg die 20 Euro zur Seite, spar noch ein bisschen und dann holst du dir eine NVMe oder sowas oder zumindest eine SSD. Das ist im Gaming-Bereich, das sind Unterschiede von Welten, kann ich dir sagen.
weiterplanen. Aber eine 512 Gig Platte für Games sollte da eigentlich drin sein. Oder 256. Kenne ich irgendwoher. Ja, ich habe es mittlerweile so gemacht, dass ich nur das, was ich aktiv spiele, runterlade und den Rest deinstalliere. Aber ich habe auch eine 500.000er Leitung. Also... Tan, tan, tan.
Ich. Ah, falsch geschrieben. Okay. Ja, hey, ich habe damals auch gehortet. Das ist aber ganz normal. Guten Hunger. Abend. Was geht? Ja, kenne ich, deswegen bin ich. Weiter nach oben gegangen. Ich hatte erst hier unten auf Höhe 135 angefangen und mich dann entschieden, boah, das ist ja nervig. Und habe jetzt hier auf 160 angefangen. Und ich werde wahrscheinlich noch hier eine weitere Ebene einziehen. Nur fürs Verkabeln.
Ich auch nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob ich mir hier die großen Maschinen machen soll, weil, ich weiß nicht, wie das beim Fracking läuft und hier bei dem Hochofen. Weil du hier über geschmolzenes Technum arbeiten kannst. Aber es gibt kein neues Stahlrezept. Aber ich will die Stahlproduktion anhauen. Oh. Der ist auch eingepackt und eigentlich solltest du den Bau starten können, ne? Steht denn hier irgendwas an der Drohne dran? Ist die auch eingeschaltet? Das gleiche auch mit den anderen Drohnen. Sind die eingeschaltet? Oh, dann ist das, der braucht hier Hochspannungsenergie, genauso wie die Drohnen brauchen Hochspannungsenergie und der hier braucht auch Hochspannungsenergie. Das heißt, du musst hier von so einem Energiepol ausgehen. Keine Netzverbindung bedeutet immer kein Strom.
So. Ja. Weil ich die halt hier unten vorbereitet habe. Ich mir einfach welche, dass man dieses Jetpack nicht ausschalten kann. Also ich habe mir hier welche vorbereitet. Das heißt, ich kann die schnell einfach eben holen und bauen. Und das Upgraden hier. Du nimmst ein neueres Band. Wählst dann das Band, was du upgraden willst, aus und kannst es einfach updaten. Und dann ist das die nächste Stufe. Das ist das Einzige, warum ich das mache. Das ist einfach nur zum Bauen schneller. Hier im Menü eben fix Rampen herstellen geht schneller. Dann ist das ein bisschen mehr im Flow. Ist nur für mich. Haha,
Ich habe nur die Streamaufnahmen. Oh, was spielst du? Das ist der erste Stream. Der geht auch nur eine Stunde. Stunde 30. Frag mich nicht, warum der nur eine Stunde 30 geht. Ja, und danach kommt ein 8 Stunden 50 Stream. Da könntest du einfach durchskippen. So, Zeldron, was für Inspiration brauchst du denn? Ich habe hier unten ein wenig Spaghetti gemacht. Oh Gott. Oh, echt? Sonst musst du einfach mal
auf dem Channel nach in die wie heißt es gleich noch, in die Playlist reingucken. So.
Oh. Da frage ich mich auch, wie das Update wird. Die wollen ja jetzt auch auf 1.0 endlich mal gehen. Was die da für großartige Veränderungen bringen. Liegt das jetzt am PC oder liegt das am Spiel? Ich glaube, es liegt am Spiel. Ja. Da kannst du auch sehr viel automatisieren.
Oh nein! Okay, also jetzt doch eher auf Handyspiele gehen. Ah, okay. Und was genau zockst du? Okay, fortgeschrittene Maschinenteile. Ah, okay, interessante.
Ah, okay. Aber das ist ja ganz normal im Entwicklungsprozess. So. Ja, ich habe das Problem nicht, zum Glück. Ich habe einen, was habe ich? Einen Ryzen 7 5803, nee, X3D, so. Und ordentlich Arbeitsspeicher. Ja, so ist das bei mir auch, nur dass ich den 5800 X3D habe und eine 3080. So. Ja, ich habe meine vor 2 Jahren gewechselt. Und jetzt der nächste Schritt ist, ordentlich Geld sparen für einen neuen PC.
Ja, das muck ich auch. Also ich wartete auch auf die neueste Version. Danke, schönen Abend dir und dann bis morgen und gute Nacht nachher.
So, und Dominik, das freut mich, dass du mich so entdeckt hast. Ja. Ich muss auch gleich ins Bett. Oh, sei froh, ich nicht. Was ist denn der zweite Arbeitsmarkt, damit ich das richtig zuordnen kann?
Ah, okay. Aber ist doch an sich auch cool, dass es da eine Möglichkeit gibt. Also, mein Cousin feiert das, weil er halt rauskommt. Was genau macht ihr denn da? Also, ich kenne zwar ein paar Werkstätten von unterschiedlichen Grad. Bei uns hier in der Stadt gibt es eine Fahrradwerkstatt, die da drüber läuft, die echt cool ist. Und solche Sachen. Und halt auch noch andere Sachen. Also wir haben noch eine Gärtnerei und sowas. Das ist auch. Die ist riesig. Das ist unglaublich. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ja, genau. Ja. Also was ich bei uns cool finde hier in der Stadt ist, dass wir halt alles, was du aufgezählt hast, haben wir auch garantiert irgendwie. Und was ich cool finde, ist, dass du als dass die halt auch die Dienste außerhalb anbieten, halt nicht nur in der Einrichtung zentriert, sondern die expandieren und gehen nach außen. Heißt, wir haben bei uns auf der Arbeit, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen zum Beispiel haben, kriegen wir das Catering aus der Einrichtung geliefert, wo die Leute mithelfen. Wie gesagt, die Fahrräder. Die macht bei uns die Gärten und so weiter. Das ist ganz lustig. Muss ich sagen, wie die zwischendurch mal am Ausrasten sind, was ich völlig nachvollziehen kann. Ja, also ja, wie kann man das gut sagen?
ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, die du einfach mitbringen musst. Also ich finde das völlig in Ordnung. Und an sich finde ich es cool, dass es überhaupt so ein Angebot gibt, ne? Welche Richtung willst du dann die Ausbildung machen oder machst du gerade? Kannst du dazu was sagen? Oder möchtest du dazu was sagen? Das ist ja eher die andere Frage. Ah, okay, also so eine berufliche Begleitung mit Einarbeitung und Kennenlernen, was da überhaupt aktuell passiert. Das finde ich cool.
Also zumindest hast du die Chance kennenzulernen, was du da überhaupt am Ende machen wirst. Und das Wichtigste an der gesamten Sache ist ja, dass man Spaß hat. Finde ich zumindest. Wenn das mit dem Spaß nicht hinhaut und man eigentlich nur abgenervt ist von seinem Job, dann sollte man vielleicht überlegen, dann doch was anderes zu machen. Da finde ich dann... solche Möglichkeiten echt cool. Sollte es auch vielleicht im ersten Arbeitsmarkt geben, dass die Leute sich vorher mal das angucken, was sie überhaupt machen wollen. Aber vielleicht schaffst du es ja mit der Ausbildung einfach dich anders zu qualifizieren, sage ich jetzt mal. Und vielleicht gibt es da ja irgendeine Möglichkeit. Ich würde da die Hoffnung, sage ich jetzt mal, nicht aufgeben. Und wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Dann macht man halt was anderes, aber vielleicht gibt es ja trotzdem sowas wie ein Cousin zum Beispiel, der hat auch, wie heißt das gleich noch? Kann ich dir gleich sagen, der macht Auftragsarbeiten für Kunden und ist trotzdem der Einrichtung, die zwar dem zweiten Arbeitsmarkt angehört, aber der wird ganz normal bezahlt, was ich sehr cool finde.
Hat keine Power. Hin. So, dann, also wenn es dir da gefällt, würde ich auch da bleiben. Nichts ist besser, als wenn du entspannt arbeiten gehen kannst, sage ich jetzt mal. Oh.
Leistung sollte der hier oben Stahl herstellen. Ja, so muss das sein. Also, ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das macht echt keinen Spaß, wenn du zur Arbeit gehst und dir denkst, lassen wir das heute doch lieber, mache ich krank oder, ne? Das ist dann so, das ist nicht schön. Ja, das ist aber normal. Das hatte ich auch, aber das kann man ja auch verstehen. Das würde ich auch nicht wollen, dass da jemand, der, keine Ahnung, Schnupfen hat in der Küche, dann irgendwas für mich zusammenstellt, was ich dann später essen möchte. Das ist an sich ja auch richtig so. Ich mache jetzt Feierabend. Das ist schon 10:30. Morgen um 6 geht es wieder hoch. Und dafür muss ich morgen nur bis 12.30 Uhr arbeiten. Yeah. Und danach geht es dann wieder voll rein in Foundry. Da bauen wir uns hier das weiter aus. Und ja, mal gucken, was für Werkstätten wir denn hier noch bauen. Und oder wie wir die anpassen werden. Da bin ich sehr gespannt. Ja, genau. Eine Überlegung war, jedes Produkt, was ich hier herstelle, über ein Flugzeug erreichbar zu machen. Und dann einfach die Chance zu haben, okay, ich will das herstellen, okay, fordere ich die drei Flugzeuge an. Und lass es einfliegen, wenn es über die Produktionsebene hier rausläuft. Also irgendwas Spezialmäßiges, was außerhalb von Grundzutaten sind. Keine Ahnung, so diese Wartungsdrohne oder sowas. Aber da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Genau, also dann euch erstmal eine gute Nacht. Danke fürs Dabeisein und entspannten Abend auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich denke mal, wenn alles gut läuft, so gegen, lass mich lügen, 15 Uhr oder so. Und dann machen wir da so einen entspannten 6-Stunden-Stream draus oder sowas. Und dann, genau, wünsche ich euch eine gute Nacht.
schlaf gut und dann bis morgen. Cheerio und auf Wiedersehen. Ciao.